Offenbar reguliert das hier die Energie, die durch den Kern fließt. Aber ein Teil ist fort. Und es leckt. Zumindest kann ich so seiner Spur folgen. Sehr schön, Dios Kuchen. Alles geschafft? Und nicht mal mit Gewalt kann man es machen. Ich komme ja sonst hier auch nicht hoch. Ist verkehrt wieder. Was es auch genommen hat, muss hier rausgeklettert sein. Irgendwie muss ich der Spur doch da hochfolgen können. Das habe ich nicht gesehen. Die Kiste brauche ich, um da dran zu kommen. Nur ein bisschen. Der Arm hat auch nichts dran. Ah. Cool. Ich hab da ja hier nicht umgeguckt. Ich steht da noch irgendwas. Hier geht's ja eigentlich nur mit einem normalen Anspringen, aber. Ja, Eloy, bist du jetzt durchgelaufen? Du bist witzig, Eloy. Du springst leider nicht immer so hoch. Vielleicht komme ich mit irgendetwas anderem zur Lüftung. Aber hier gibt's nichts weiter. Ja, ich habe irgendwo eine Kiste gesehen. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht finde ich etwas, das mich darauf bringt. Ist jetzt nicht. Was nicht so. Mal an, eine Ladungskiste könnte nützlich sein. Auf der Seite, da habe ich nicht reingeguckt, ne? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Natürlich, kannst du ja einfach passen. In die Richtung bin ich gelaufen, hab dann auch geguckt, aber wenn du dann hier stehst, siehst du das Licht nur. Was? Achso, nee, das ist auch gut, dass ich dich nicht höre, weil du weißt, was passiert. Klettern.
war der denn von der Kiste runter? Leg mich am Arsch. Merkt das schon, wie die Kiste rutschig ist, ja. Wieso hat Günther die Augen verdreht? Weil du die ganze Zeit den Kommentar da lässt, wo das war? Oder weil ich die ganze Zeit in die andere Richtung geguckt habe? Du sagst es immer unfassbar groß. Die Maschinen suchen offenbar in der Brutstätte nach Teilen. Darum sind sie noch hier. Ich brauche meinen Fokus, wenn ich hier etwas finden will. Jetzt hier finden. Das war's nicht. Nicht das Teil, das ich suche. Das brauche ich nicht. Gefunden. Was? Oh. Ui. Hier wollte ich, dass ich dein Zeug berühre. Aber das Teil gebe ich nicht wieder her. Dankeschön. Oh, den Speer voll auf den Kopf gekriegt. Oh, ihn! Das ist so schön. Ja. Schwerer als es aussieht. Oh, als ob du das Ding das erste Mal in der Hand hättest. Will das nicht irgendwie da runterwerfen und dann hoffen, dass es dann da ankommt, wo es ankommt so? Oben und Brücke gebaut.
was bringen. Boah. Eloy, solche Sachen können davon kaputt gehen. Nur mal so zur Info. Der schon wieder. Wenigstens weiß ich, dass ich von hier zum Kern komme. Für das Schleppen muss es extra Geld geben. Nee, das ist jetzt nicht Millimeter genau machen, ne? Nee. Kann ja jeder. Aber 2 oder 3 Millimeter daneben, das kann nicht jeder. Ja. Wohin geht das Ding kaputt? Was los, Affe? Ich bin am Weg. Das hat jemand missverstanden, was ich vorhatte. Oh Mann. Der eine kann Feuer speien, der andere kann popeln. Der andere wirft eventuell noch mit Kappa. Wollen die denn immer nur von einem, ey? Volltreffer! Wäre toll gewesen, Eloy, wenn das vorher passiert wäre, aber ich weiß, es tut mir leid. Immer noch einen Affen. Eigentlich nicht, aber naja, das sind Affen. Hier, hier, Monkey, Monkey, Monkey. Ich bin so richtig durchgebohrt. Alter Falter. War der hinter irgendwie fest? Ja, Eloy? Wäre sinnvoll, wenn du den Seilwerfer ziehen und gehen dabei könntest gleichzeitig. Wäre sehr hilfreich. Nur mal so nebenbei, Eloy. Wir
mich da ja nicht beschweren mit deinen komischen Zieh- und Reiß-mich-Künsten. Ja klar, jetzt ziehst du den Kopf hoch, ne? Exi. Leute. Wo ist ein anderes Spiel? Ach, da hinten. Hab ich gerade das Ding verpufft oder ne? Oh nein. Lasst diese Scheiße mit eurem verkackten Plasma! Mann! Lass mal näher! Ich will nicht wissen, was jetzt noch unten auf mich wartet. Ja, ich bin allergisch auf Plasma, definitiv. Wenn man sich vorstellt, diese scheiß Rückwirkung. Hm. Hier sind auch nochmal Pilze. Vor allem diese Pilze leuchten. Ich bin verstrahlt. Eloy. Du stehst daneben, so ein bisschen mitdenken. Nein. Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Mitdenken ist bei den meisten Menschen nicht drin, ich weiß. Da fehlen so ein paar Gehirnzellen für sowas. Es kommt ein Riesenaffe auf mich. Es wird ein Riesenaffe. Ja, darüber haben wir uns gestern unterhalten, die Disco, ne? Der Klang gefällt mir nicht. Die Zeit so. Oder auch nicht. Oh, Scheiße! Warum eine fucking Schlange? Ja, das hat dir nicht gefallen, ne? Das auch nicht. Das ist recht nicht. Deine Mama war scheiße zu dir. Das Ding hat mich wenigstens geschützt, wie ich es gedacht habe. Hol mir die doch! Scheiß Wasser wieder. Ja, Eloy, ich weiß, dass die Munition leer ist, weil du nichts werfen kannst. Und da sieht sie zu Boden. Für den Fall.
Fick dich! Du bist sowas von tot! Ich hab die Nase voll von dem Laden. Der Kern ist neu gestartet. Versuchen wir es nochmal. Exi! Ja, genau, mit Dingen. Ist das was zum Essen? Also ich glaube, dann wäre jeder davon satt. Alter. So kann ich draußen in der Wildnis Maschinen überbrücken. Alle Kerne überbrücken. Was klaue? Und Augenwächter? Mhm. Da war noch? Cool. Affen. Hier, Mord. Mehr Überbrückungen zum Wiederherstellen. Ja, schon. Panzerschnapper. Cool. Kappelschnauze. Mhm. Sänger? Mhm. Feuerklau? Cool. Coole Sache. Hier raus. Nein, wie kommst du nur da drauf? Wir raus an die frische Luft. Wow. Das macht sonst mehr Bumm. Ich bin draußen, ich bin draußen. Das, wir haben es hier erledigt. Egal. Das heißt, ich werde jetzt mal hier hinporten. Naja, wir benutzen das. Kaufen einfach Neues. Das war ein Blümchen, genau. Aber, also ein Blümchen. Ich habe Blümchen gelesen. Entschuldigung, Blümchen. Aber Leute, während wir hier am Porten sind, werde ich jetzt Feierabend machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich bin jetzt mal raus für heute. Ciao, tschüss und bye, bye.